haben wir heute am Start den T-Smart, und zwar ist das der HKS 040 1A2U, also kann ich mir nicht merken. Ja, und den möchte ich mit euch heute checken. Wir müssen uns was einfallen lassen hier in der Werkstatt, und ja, erstmal herzlich willkommen, ne, hier aus der Werkstatt. Das ist immer doof, wenn man so mehrere PCs laufen hat und muss hier 1000 Monitore aufstellen, und das wollten wir vermeiden. Deswegen habe ich hier den TE Smart, den habe ich aber gestellt gekriegt. Manchmal hat man ja Glück. Ne? Und der kam mir gerade gelegen, und mit dem möchte ich, das ist ein KVM-Switch. Der hat 4 Ports, also 4 Eingänge, 4 Ausgänge, das ist falsch, und einen Eingang. Das heißt, man kann einen Monitor und 4 Gerätschaften drüber anschließen. Und mit dem möchte ich mit euch heute auspacken, testen, weil ich habe schon aufgebaut. Hier stehen 2 PCs, und hier hinten liegt unser Mini-PC, den ihr noch nie gesehen habt. Den kriegt ihr dann irgendwann auch mal zu sehen. Das ist so zum Nachgucken für irgendwelche Anleitungen oder mal auf die Schnelle mal was runterladen, also zum mehr zum Arbeiten. Dafür reicht er. Das ist ein richtig gutes Ding, habe ich mal geschenkt bekommen. Irgendwann vor Jahren. Gut, ich will jetzt auch nicht weiter quatschen. Wir wollen uns mal den Lieferumfang angucken, was drin ist. Und dann werden wir das Ding natürlich in Betrieb nehmen und erstmal längere Zeit testen. Na? Und oder heute mal testen. Aber ich denke mal, da wird es nichts Großartiges. Kein Stress mit den Dinger laufen echt gut eigentlich, so was ich so erfahren habe. Gut, dann geht's jetzt ab. Na, so üblich nehme ich euch gerne mit, und ich hoffe, ich habe Lust und Bock, und ihr seid dabei zum Hardware-Check. Also ihr kriegt den erstmal sauber verpackt an. Das ist natürlich top verpackt hier. Schöne Verpackung. T-Smart richtig cool gemacht. Na, hier ist er natürlich auch nochmal. Ja, dann haben wir hier unseren, den packen wir natürlich aus. Na, gleich nochmal. Ja. Da haben wir das schöne Gerät. Hier haben wir dann unsere Sensitiv Mode IR, also das soll eine Fernbedienung, Select, und da können wir dann die einzelnen anwählen. Hier sehen wir nochmal, was online ist, und hier ist ein Ein- und Ausschalter dran. Auf der Gegenseite ein 5 Volt DC-Anschluss. Output, na, für den Monitor, USB 2.0, und hier ist nochmal Mauspuls 2.0 Maustastatur. Wir haben also 3 USB-Ports. Input 1 mit USB, müssen wir natürlich jedes Mal an den PC anschließen, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht, wie das bei den KVM-Switches so nötig ist. 3, das gleiche, Input 2, Input 1 und USB Select. Und dann haben wir hier ein LR, natürlich ein Audio-Out, ne? Weil der ist ja grün. So, dann haben wir auch eine schöne Anleitung dabei. Ich hoffe, die ist in Deutsch, weil ich habe noch nicht welche. Futures Packliste. Wir haben 4x HDMI-Switches, Remote User Monoroads und eine Fernbedienung. So. Hier ist das nochmal aufgezeichnet. Leider, glaube ich, wieder in Englisch, ne? Das wäre schön, wenn die mal in Deutsch gemacht werden würde. Macht sie aber nicht. Nicht, ist in Englisch. Schade eigentlich. Das ist ja natürlich wieder, das wäre so nachteilig, was mich noch freuen würde. Aber hier ist nochmal alles abgebildet. Und das Ding ist eigentlich selbsterklärend. Na, wie man das hier anschließt. Speaker. Da kann man den Lautsprecher dann den Ausgang einstellen. Das werden wir vielleicht auch noch mal testen. Ich habe da, glaube ich, die Möglichkeit, das hier oben in der Werkstatt zu machen. Wie man die PCs, das Keyboard und die Peripherie hier anschließt, entweder ein Barcode-Scanner, ist eigentlich mehr für Firmen, wie gesagt, ein USB-Driver oder ein Printer. Na, hier nochmal ein Speaker. So, das ist erstmal, das ist dabei. Und haben wir natürlich unsere Geräte hier dabei. Wir haben dabei, also für 2 PCs ist schon mal dabei. Das ist ja schön. Nummer 3 muss ich mir gleich suchen. Also
nichts mit vier Kabel. Dann muss ich noch mal eine Anleitung gucken. Zweimal eins. Und viermal eins KVM-Switches. Okay. Es sind wirklich nur zwei Kabel dabei. Und dann haben wir hier die Fernbedienung. Wie ich das wieder also checke, ist da wieder keine Batterie drin, aber das ist hier nicht das Problem. Schließlich sind wir hier in der Werkstatt und da haben wir sowas. Ja. Na? Ist nicht dabei. Gut. Dann werden wir das mal anschließen und checken das Ganze. So, auf jeden Fall verkabeln wir erstmal das Ganze, den ganzen Quatsch. Als erstes nehmen wir auf Output 1 unseren Mini-PC. Der kommt schon mal dran, dass ihr das auch sehen könnt. Dann brauchen wir natürlich einen HDMI-Eingang. Na, da muss ich noch mein Käbelchen suchen hier, wo ich das gelassen habe. Aber Maus und Tastatur können wir schon mal. So. Das ist die Maus. Müssen wir mal meine Tastatur finden. Ich schließe euch das mal an und zeige euch das gleich nochmal. So, um euch das nochmal zu verdeutlichen, ist schwierig zu zeigen. Ihr müsst jetzt natürlich, ich habe noch nicht endgültig hier alles festgemacht. Nummer 3. Die Kabel sind auch zusammen hier. Das ist Nummer 3, ist unsere Teststation. Und dann müssen wir dann natürlich auch den HDMI verbinden. Ja, schade. Ich hätte mir gewünscht, dass hier vielleicht doch 4 Kabel dabei gewesen wären. Aber okay, man kann nicht alles haben. Der Mini-PC läuft gleich und ich werde das Ding schon mal starten, weil der braucht immer so ein bisschen. Der leuchtet auch. Und dann starten wir die Switch. Und dann werden wir mal gucken. Auf Select 1 ist der PC drauf, ob da was kommt. Der ist auch online angezeigt hier. So, da kehrt natürlich vergessen, den Monitor anzuschließen. So im Eifer des Gefechts. Also ich kann jetzt umschalten. Das demonstriere ich mal. Also ich werde mal die Fernbedienung laden. Und wir sind auf Select 1. Er schaltet auch um. Auf PC 2. Und er schaltet um auf PC 3. Okay, ich kann meinen PIN eingeben. Und funktioniert. Mann, ist das geil, ey. Ich habe schon lange keinen wirklich mal richtigen guten KVM-Switches in der Mangel gehabt. Das Ding leistet 4K mit 60 Hertz, 4x4x4, also das heißt auf allen Monitoren. Guten 4K habe ich jetzt nicht zur Verfügung hier, der BenQ kann das nicht, aber der kann in der Auflösung doch schon ein bisschen was anpassen. So, ich werde mal die Auflösung einstellen noch gleich nochmal. Der läuft glaube ich bei 60 Hertz und das kann der auch hier, ne? Aber ich kann alle umstellen und das, ich werde mal die Fernbedienung laden hier. Dann demonstriere ich euch das mal, dass ich die PCs umschalte. Ne? Okay, das machen wir jetzt mal zusammen. Ich mache mit euch erstmal den Audio-Check. Also ich habe die alten Kreativboxen von mir angeschlossen. Und das läuft dann unten unter den Audio-Einstellungen des HDMI-Monitors. Ist das Wahnsinn? Also das Ding ist echt genial. Wir schalten mal um. Ich schwenk mal rüber auf den Kram. KVM. Ich hab mir mal die Fernbedienung. Das eins. So, jetzt haben wir hier den. Es ist gleich leichte Verzögerung drin, aber das muss man in Kauf nehmen. Das ist halt bei allen Switches, aber das geht hier echt schnell. Und wir gehen jetzt auf unseren anderen PC, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist PC 3, das ist meine Teststation. Und cool gemacht, würde ich sagen. Absolut. Also ein demonstrativ. Eins.
und 3. Es ist genial. Also mir jetzt hier oben in der Werkstatt erleichtert es echtes Arbeit. Es funktioniert. Man muss natürlich alles richtig anschließen. Das heißt, der Reihenfolge nach auch dann, zeige ich gleich nochmal. Es ist einfach. Es kann jeder. Also man kann hier bis zu 4 PCs anschließen. Es ist einfach genial. So, jetzt testen wir nochmal die Umschaltzeiten. Wie gesagt, da sind die, ich schwenk das rum. Hier sind die PCs. Einmal die Testbench. Dann unseren 3-2er. Ich versuche das mal unter hinten. Liegt dann der Mini-PC direkt dran. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen, blende ich das mal ein bisschen rum auf den Monitor. Ich schalte für euch um, PC 1. Das ist der Mini-PC. Na? Wenn man hier auf die Eigenschaften guckt, der dauert immer ein bisschen. Na, ist das unser Mini-PC. So, PC 2. Also das funktioniert auch irgendwie, weil ihr habt also auf allen PCs Sound drauf. Na? Jetzt schalten wir um auf PC 3. Und mein Kopfhörer hier, der Corsair, der ist auch mit angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Also von mir absolut Daumenhof. Wir sehen uns gleich auf meiner Endbesprechung. Genau. Bis gleich. So, ich würde ja sagen, Mucke läuft immer noch. Aber machen wir mal Pause. Ich bin begeistert. Ich habe schon öfters früher VMs verbaut. Früher waren die nicht ganz so gut. Es ist genial. Gerade hier in der Werkstatt, wo wir öfters mal mehrere Geräte dran haben und ja auch hier den kleinen Mini-PC da, wo ich dann mal was nachschauen kann oder was nachlesen kann auf die Schnelle, ist das prima. Man startet die PCs. Hier auf dem BenQ laufen sie auf 60 Hertz. Das Ding kann 4K über HDMI. Macht aber der Monitor nun mal nicht. Es sind 2 Kabel sind dabei, komplett. Wünschenswert wäre gewesen, wenn die wirklich 4 Kabel dabei wären. Da müssten die von TLA Smart nochmal vielleicht noch ein bisschen nach. Aber das ist auch der einzige negative Abzug. Die Umschaltzeiten ist natürlich klar, das ist mit ein bisschen mit Verzögerung. Na? Toll ist die Fernbedienung, die hätte man vielleicht auch nochmal eine Batterie beipacken können, okay. Aber die gibt es bei Kik für 1 Euro. Absolut top. Also danke, dass ich den haben durfte, da muss man sich erinnern. Mit dem Sensitiv, da kann man noch irgendwas einstellen. Das muss ich aber nochmal genau nachlesen. Da gibt es vorhin ist es mir noch eingefallen. Achso, das ist glaube ich dazu da, dass er den ersten mal gleich startet als erstes. Da kann man das noch so ein bisschen einstellen. Aber genaues habe ich da noch nicht rausgefunden. Man hat hier den Knopf zum Einzelselekt. Gut, da muss man dann durchschalten. Na, das ist dann doof. Ein- und Ausschalter ist vorhanden. Hier lässt man keinen Wunsch offen. Also gerade wenn man jetzt mehrere PCs oder einen Server laufen hat, man muss den nochmal ab und zu checken, läuft da auch alles richtig, ist das eine tolle Geschichte. Hier stimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der hat richtig Dampf, ist ein Metallgehäuse, na, muss man schon mal sagen. An der Seite sind noch kleine Lüftungsschächte, Füßchen runter, steht sauber. Na? Ist halt ein dickes Ding, aber ich will ihn nicht aufmachen, sonst hätte ich mal reingeguckt, aber top verbaut, top Qualität. Von mir absoluten Daumen hoch. Ich bin geplättet. Der wird hier für die Zukunft echt tolle Arbeit leisten. Ich spart mir wirklich einen riesen Arbeitsaufwand, jedes Mal umzuschalten oder nochmal einen zweiten Monitor. Einen Monitor haben wir jetzt rübergestellt. Einfach top. Hätte ich schon längst machen müssen, aber es war mir zu viel Geld. Manchmal hat man ja Glück. Ich packe euch den in die Videobeschreibung, wen es interessiert. Also wer wirklich mehrere Computer laufen hat, da gibt es noch einen 2er von mit 4K und DisplayPort, kommt demnächst. Und auch noch einen für 2 Monitore. Der nächste, der ist jetzt auch nur für 1 Monitor. Also mehr was für die Profis gedacht. So wie jeder Werkstatt.
Wäre schön, wenn ihr den Affairs-Links benutzt. Das freut mich dann, supportet ihr ein bisschen den Kanal. Da schon mal für Danke. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir kommen zum Ende des Videos. Nächste Video ist natürlich am Start. Und wem es gefallen hat, ja, dann sage ich nur Daumen hoch und Abo da lassen. Das wäre super toll, können wir gebrauchen. Dann wachsen wir ein bisschen. Würde mich freuen. Ich sage Tschüss und Bye-Bye. Nächste Video ist natürlich am Start. Und für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Ich kann euch nur wünschen, bleibt gesund in dieser harten Zeit. Es geht hier weiter. Videos sind wie gemacht da. Ich werde euch unterhalten, soweit ich kann. Ich sage Tschüss und Bye-Bye. Macht's gut. Schönen Tag noch, schöne Woche. Euer Darky. Bis zum nächsten Gaming-Software. Oder vielleicht Hardware-Check. Ciao, ciao.